Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen «So-Talk». Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ganz ein spezielles. Uns allen wird wahrscheinlich immer noch in Erinnerung sein, der Lockdown im Frühling, der nicht nur unsere Arbeitssituation, sondern auch das Privatleben auf einen Schlag auf den Kopf gestellt hat. Denn zumals haben viele Stellen gewarnt davor, dass es vermehrt zu Streit, zu Gewalt im Familienkreis werde kommen oder könnte kommen, wenn Eltern und Kinder 24 Stunden aufeinander oben sind. Ob das wirklich so ist, das will ich heute von meinem Gast wissen. Er kennt sich nämlich bestens aus mit dieser Thematik. Bei mir ist jetzt der Kinderarzt oder wie es technisch auch heisst, richtig Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Uli Lips. Herzlich willkommen, Herr Lips. Danke. Ja, vielleicht könnt ihr etwas dazu sagen, zu dieser Situation. Weiss man das jetzt schon? Ist in diesem Frühling tatsächlich ein Anstieg bemerkbar gewesen an häuslicher Gewalt an Kindern und Jugendlichen? Also richtig harte statistische Daten hat man natürlich noch nicht. Aber ich habe mich auch noch ein bisschen umgehört bei Beratungsstellen und bei Fachstellen. Und es ist schon so, dass einige Beratungsstellen, vor allem derjenige, wo sich Jugendliche und Kinder direkt an sie herwenden können, dass die eine sehr starke Zunahme an Anrufen hatten. Die Beratungsstellen und Fachgruppen an den Spitälern haben das nicht so mitbekommen. Aber man muss natürlich sehen, bis ein Kind wegen einer Misshandlung in ein Spital kommt, muss natürlich sehr viel passiert sein. Und darum ist es dort nicht so, aber bei den direkten Ansprechstellen schon. Genau, das würde mich auch wundern. Oder? Was macht ihr oder was kann man machen, um eigentlich die grosse Dunkelziffer auch irgendwie einzuschätzen, was es wahrscheinlich gibt? Das ist ja nicht das Thema, das man leichtfertig wie Hilfe sucht oder melden. Nein, das ist natürlich so, dass die Leute das möglichst nicht publik machen, dass bei ihnen daheim so etwas passiert. Es ist ja meistens oder fast immer das häusliche Umfeld, wo so etwas passiert. Oder dann der soziale Nahraum, also Sportclub etc. Aber es ist meistens der Haushalt selber. Und dort lässt man sich natürlich möglichst nicht hineinschauen. Und man wird dann aufmerksam, dass etwas nicht in Ordnung ist in dieser Familie, indem außerstehende Bezugspersonen, das können Krippenleiterinnen, Lehrpersonen sein, das können eben auch Kinderärzte sein, merken, mit dem Kind stimmt etwas nicht oder sogar Beobachtungen machen am Körper im Sinne von blauen Mösen oder so, wo man muss sagen, ja halt, was ist denn da? Ich habe es gerade angesprochen, es ist tatsächlich so, dass die Fälle am häufigsten sind im vertrauten Kreis. Wieso ist das so? Ja, man muss schon sehen, ich meine, die Kindsmisshandlungen oder die meisten Formen davon mindestens, sind Überforderungssituationen. Man mag es einfach nicht mehr prestieren mit den eigenen Problemen, die man hat, mit der Arbeitslosigkeit, mit dem Verdienstausfall. Jetzt kommen wir langsam zu Corona-Themen, oder? Mit nicht können rausgehen können. Und dann sind noch die Kinder so quengelig, eben weil sie auch nicht rausgehen können und auch nicht ihre Gespendchen sehen können. Und dann explodiert es unter Umständen halt einfach. Und wenn man, wie gesagt, jetzt in dieser Corona-Situation so stark eingeschränkt ist, dann ist es eine Art logisch, dass da muss eine Häufung stattfinden. Wirklich einfach das Pulverfass, wo irgendwie, oder der Tropfen, was zum Überlaufen bringt, oder das Fass. Die hat schon angesprochen vorher, häufig sind involviert Mediziner, also Fachleute, die zum Beispiel bei einer Kontrolle Unstimmigkeiten feststellen oder Hinweise feststellen, dass du etwas nicht stimmen kannst. Genau für diese Leute habt ihr eigentlich zusammen mit drei anderen Mediziner und Medizinerinnen einen Leitfaden verfasst, wo eben Ärzte und Ärztinnen helfen sollen, vorbereitet sie auf solche Situationen und auch können solche Situationen genauer identifizieren. Also wissen, auf was muss man schauen und was ist vielleicht auffällig. Was war der Anstoss für das Projekt, dass sie das gemacht hat? Ja, also der Leitfaden ist ja schon 2011 das erste Mal rausgekommen. Und dann ist jetzt einfach vor allen auch juristischen Umgebungsfaktoren her es nötig, dass man den überarbeitet. Und das ist uns ein grosses Anliegen von der Schweizerischen Gesellschaft für Kinderheilkunde her, dass eben unsere Kinderärztinnen und Kinderärzte aufmerksam sind auf das Problem. Weil so offensichtlich
kommt einem das nicht entgegen. Oder? Wenn ein Kind die wilden Blätter hat und von oben bis unten Blätterli hat, ich meine, dann ist klar, dann hat es einfach die wilden Blätter und man muss gar nicht lange studieren. Aber ein Kind, das misshandelt ist, das merken sie unter Umständen nicht einfach so prima vista. Also, da können sie einen Bluterguss haben oder da können sie einen Knochenbruch haben oder irgendetwas, um jetzt mal von den heavieren Sachen zu reden. Wo man natürlich, wenn man dann hört, ja, das war ein Unfall gewesen, und die Leute sagen natürlich, es war ein Unfall gewesen, sie sagen ja nicht, was passiert ist, eventuell kann darauf hineinfliegen. Und diesen Leuten, eben unseren Ärztinnen und Ärzten, Kenntnis zu vermitteln, wie erkenne ich es eben, das dunkt einem sehr wichtig. Und das ist nicht, weil wir die Eltern irgendwie in die Pfanne hauen, überhaupt nicht, sondern wir wollen eine Misshandlungssituation möglichst frühzeitig stoppen, die Eltern befähigen, wieder gute Eltern zu sein, dass es nicht eskaliert. Mhm. Es geht um das. Mhm. Das denke ich mir ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht an dieser Stelle kann man auch mal, müssen wir auch mal ein bisschen darauf reden, ja, wie viele Leute betrifft das überhaupt? Oder? In welcher Grössordnung muss man sich das vorstellen, dass Kinder von einer Misshandlungssituation daheim betroffen sind? Ja, das ist natürlich eine der allerschwierigsten Fragen, weil eine genaue Statistik gibt es nicht. Es gibt in der Schweiz viele gute Statistiken, aber bei der Kindsmisshandlung gibt es diese Statistik nicht flächendeckend. Weil, und das ist natürlich ein weiteres Problem, verschiedene Berufsgruppen ein bisschen andere Definitionen haben von dieser Kindsmisshandlung. Mhm. Wir von den Schweizerischen Kinderspitälern haben 3 Jahre an dem gehabt, versucht, eine Einheitsdefinition zu machen, sodass wir wirklich über das Jahr immer die Misshandlungsfälle erfassen können. Und zwar alle gleich, nicht Äpfel und Birnen zu vergleichen, sondern alle die gleichen. Und so kommen wir jetzt auf eine Statistik jedes Jahr. Und jetzt sind zum Beispiel im 2019 sind 1600 Kinder wegen einer Misshandlung in einem Kinderspital gelandet. Mhm. Aber ich will es noch einmal wiederholen von vorher. Bis ein Kind wegen einer Misshandlung in einem Kinderspital landet, ist schon viel passiert. Oder? Also es sind natürlich viel mehr als die 1600. Aber das sind die quasi sauber erfasst sind. Mhm. Mhm. Um es mit dem Wort von eurem Leitfaden zu sagen, das ist wie die Spitze vom Eisberg, oder, wo man sieht, vom Schiff aus. Ja, ja, und die alleroberste Spitze, ich meine, das muss man halt gleich auch immer wieder sagen, im 19. sind 2 Kinder an Kindsmisshandlung gestorben. Säugling. Also, ja, das ist halt dann schon ganz etwas Schlimmes, wo man muss versuchen zu verhindern, indem man die Eltern eben befähigt, mit diesen Situationen umzugehen. Jetzt haben wir eigentlich gerade so ein bisschen die schwersten Fälle auch gehabt, oder eben die im Spital landen. Was gehört denn sonst alles zum Oberbegriff Kindsmisshandlung? Also das betrifft nicht nur physische Gewalt. Nein, das ist so das, was man am ehesten sieht und auch relativ sicher kann erfassen. Oder? Wenn ein Knochen gebrochen ist, ja, dann kann man das nachweisen und so. Dann ist das klar und belegbar. Aber zum Beispiel psychische Misshandlung. Also Eltern, die mit ihren Kindern einfach durchs Band weg gemein sind, das können sie ja fast nicht erfassen. Es gibt keine Spuren, es gibt gar nichts. Und da, ah doch, es gibt schwere Folgen, aber es gibt nichts, wo man so gerade packen kann. Und dann sind es zum Beispiel eben Krippenpersonen, Lehrpersonen, die haben übrigens auch derige Leitfäden, das ist ganz wichtig, wo aufgrund von subtilen Symptomen bei den Kindern, Verhaltensveränderungen, könnten auf die Idee kommen, ja, da ist vielleicht etwas. Eben, das spielt auch wieder in das hinein, was ihr eigentlich gesagt habt. Es geht wirklich darum, dort einerseits dem Kind zu helfen und andererseits auch so Situationen können zu entschärfen. Ja, genau. Jetzt als Arzt oder eben auch als Lehrperson geht man ja grundsätzlich nicht von dem aus, vom Schlimmsten, sondern man glaubt vielleicht zuerst mal dem, was ja die Eltern sagen. Was sind so die wichtigsten Anhaltspunkte, wo man sich überlegen muss, ja, halt jetzt, das ist verdächtig? Ja, das, was Sie gesagt haben, ist ganz ein wichtiger Faktor und ist ganz ein wichtiger Punkt, auch warum Kindsmisshandlung häufig nicht erfasst wird. Ich bin selber Kinderarzt in der Praxis gewesen. Wenn Sie eine Familie 5 oder 10 Jahre kennen und es ist immer alles gut gelaufen und man hat fast ein freundschaftliches Verhältnis miteinander,
da kommen sie nicht auf die Idee, dass jetzt die plötzlich ihr Kind schädigen könnten. Mhm. Da hat man irgendwie einfach den Fokus nicht als Kinderarzt. Die Staatsanwälte haben den Fokus schon, aber wir haben den nicht. Oder? Und darum kann es ganz schwierig sein, das zu erfassen. Und dann gibt es eben so Merkpunkte, so Zeichen, so Symptome, die wir in diesem Leitfaden eben erläutern, wo die Leute hellhörig machen sollen, halt mal, dem muss ich nachgehen. Und ich sage es extra so ein bisschen weich, dem muss ich nachgehen. Man kann in der Regel nicht einfach sagen, so, Herr Müller, Sie haben Ihr Kind geschlagen, Punkt, fertig, Schluss. Sondern man muss sich dann ganz sorgfältig erinnern, was ist früher war. Man muss es mit Fachpersonen besprechen, die von der Sache etwas verstehen, Kinderschutzgruppen oder so. Was meint ihr? Wie gehen wir weiter? Was sollen wir machen? Also man darf ja nicht überstürzt reinschlagen, sondern man muss ganz subtil an das hergehen. Mhm. Genau, das geht auch auf meine nächste Frage, nämlich auf die Möglichkeit, die ich so Autoritätspersonen, behandelnde Ärzte oder Lehrerinnen und Lehrer überhaupt haben in so einer Situation. Das ist ja für beide Seiten eine schwierige Situation. Man macht wie je nachdem sehr eine schwere Anschuldigung zu Leuten, die man eben vielleicht schon jahrelang kennt. Und muss auch aufpassen, was macht überhaupt Sinn oder in dieser Situation. Ja, genau. Ja, also da gibt es zwei Ebenen. Ich meine, die fachliche Ebene ist einmal die, dass man als Fachperson, eben Lehrperson, Ärztin, Arzt, natürlich das kennt und dann mit diesen Eltern häufig ein Vertrauensverhältnis hat. Und auf diesem Vertrauensverhältnis kann man häufig aufbauen und den Eltern Durchblick lassen oder auch sagen, ich bin offen für Probleme, für Fragen, die sie haben, auch wenn es nicht das Impfen oder die Angina betrifft. Oder? Es gibt viele andere Sachen im Kinder- und Elternalltag, wo ich gerne mit ihnen darüber reden. Und dann gehört es dazu, dass man zum Beispiel Eltern, Mütter auch mal fragt, wie geht es denn überhaupt bei ihnen daheim? Haben sie Unterstützung? Was ist das Problem mit ihrem Mann? Will er jetzt ein kleines Baby haben? Oder geht das gut? Und so. Als Arzt kann man sich das ziemlich erlauben, weil die Leute sind sich ja gewöhnt, dass einem die Ärzte komisches Zeug fragen. Oder? Manchmal sogar intimes Zeug. Und dann, wenn man eine Vertrauensebene hat, dann kann man das. Und dann kann man eben auf das eingehen. Und dann kann man manchmal auf einer ganz niederschwelligen Ebene diesen Eltern Hilfe anbieten oder empfehlen, wo dann nicht behördliche Interventionen braucht. Aber es ist natürlich, wenn ein Kind jetzt sagen wir mal schwer körperlich misshandelt ist, möglicherweise später dann sogar stirbt im Spital, dann ist natürlich das nicht der Weg, sondern dann gibt es natürlich klar juristische Klauseln, wo auch der Arzt trotz dem Berufsgeheimnis ermächtigt, eine Meldung zu machen an die Behörden. Genau, aber das ist ja dann noch ein anderes Thema, das häufig im Raum steht. Was fällt denn unter das Vertrauensverhältnis, die Schweigepflicht? Und wann kann man eben wie dort drüber gehen? Oder? Ja, also die Schweigepflicht oder das Berufsgeheimnis ist ein ganz höchstes Gut. Das ist ganz etwas Wichtiges, auf das müssen sich Patienten verlassen können. Aber eben, wenn es im Bereich von schwerer Körperverletzung und so geht, dann ist es vorbei. Aber das hat mich jetzt noch interessant gedacht. Das ist eigentlich wie, die sagen, ein gutes Vertrauensverhältnis ist eigentlich nicht ein Nachteil, sondern im Gegenteil, das kann ein Vorteil sein in so einer Situation. Also man kann niederschwellig einsteigen. Was empfehlen dir Betroffenen, sagen wir jetzt nicht im Kleinkindalter logischerweise, aber so Kinder bis Jugendlichen, die betroffen sind von emotionaler, physischer Misshandlung, wie können die sich wehren oder melden? Ja, es gibt relativ viele Anlaufstellen. Also das ist schon so. Die Jugendlichen haben häufig grosse Widerstände, sich bei denen zu melden. Am besten sind die, die anonym sind. Also wo man sich nicht outen muss als Person, also nicht muss hergehen und zuerst einmal einen Fragebogen ausfüllen, sondern das ist zum Beispiel das Telefon 147, oder? Wo explizit für Jugendliche gedacht ist und wo sie können anrufen können. Sie müssen ihren Namen nicht sagen, sie können ihr Problem schildern. Und das ist bedient von Fachpersonen. Und die können dieser Jugendlichen oder dem Jugendlichen dann sagen, wie könnte das jetzt weitergehen.
Wo könntest du dich jetzt melden? Wie sollte das gehen? Es ist übrigens interessant, dass die Jugendlichen, wenn sie so etwas erlebt haben, häufig von ihren Peers, also von ihren Kolleginnen und Kollegen, ermuntert oder sogar ein bisschen überschwätzt werden, so das kannst du nicht bieten lassen, jetzt musst du etwas machen. Und häufig kommen sie dann sogar als Zweiten, oder? Weil die Freundin kommt auch noch mit. Ein sehr erfreuliches Zeichen, eigentlich, dass man sich gegenseitig unterstützt. Oder? Apropos, wie ist das für die Eltern, also für die Erwachsenen, für die Eltern? Gibt es dort auch so Anlaufstellen wie für die Jugendlichen? Das gibt es für die Erwachsenen auch. Ja. Also zum Beispiel den Elternnotruf. Oder? Da kann man anrufen, wenn man einfach mit der Erziehung nicht mehr zu Schlag kommt. Aber es gibt ganz viele Erziehungsberatungsstellen, die einem helfen können. Aber es bedingt natürlich, dass man selber merkt, ich habe ein Problem. Und wenn man das nicht merkt, ja, dann geht man nicht an so eine Stelle. Das ist klar. Ja, es ist nicht ein einfaches Thema, denke ich. Auch gerade, wenn man selber im Alltag mit dem immer wieder konfrontiert wird. Ich nehme an, als Ausgleich müsst ihr auch irgendetwas nebendran noch haben. Einfach zum auch manchmal wieder Freude finden, oder? Ja, das ist schon so. Also, es gibt Institutionen, wo die Leute nur Kinderschutz machen, von morgen bis zum Abend. Vom Januar bis im Dezember. Und die Burnout-Rate ist enorm. Also man muss dann eben noch quasi normale kinderärztliche Tätigkeit haben. Oder? Also ich meine, kranke Kinder sind grundsätzlich nichts Lustiges, aber ich meine, Kinder mit Entzündungskrankheiten oder mit Knochenbrüchen oder so, die wieder gesund werden und alles ist gut, die geben einem natürlich dann wieder Mut. Und allein Kinderschutz kann man nicht machen. Und alle im Team, Psychologin, Psychiater, Kinderarzt, die haben dann eben alle noch ihre normale, in Anführungs- und Schlusszeichen, Tätigkeit, um psychisch überhaupt zu prestieren. Und nebendran haben wir ja vielleicht auch noch ein Hobby. Ja, natürlich. Bei euch weiss ich, die haben durchaus ein interessantes Hobby. Sie meinen jetzt nicht meinen Hund, der wäre auch noch eins. Sicher auch lieber. Sondern, ja, Sie meinen die Musik. Genau, ja. Ja. Genau. Ich bin ja da noch Präsident des Solothurner Kammerorchester. Ja, genau. Ja. In dem Sinne nehme ich an, wird auch die Advents- und Weihnachtszeit für euch vielleicht noch durch das Hobby gefüllt, oder? Ist das eine Zeit, das wird nicht gefüllt, weil die Konzerte sind abgesagt. Es wird gefüllt von administrativen Arbeiten mit all dem, was auf einem zukommt, wenn Leute kein Geld bekommen. Ich wünsche euch trotzdem, oder vielleicht gerade wegen dem, eine ganz gute, schöne Weihnachtszeit oder Adventszeit. Ja. Und danke vielmals für das interessante Gespräch. Merci, dass ihr da gewesen. Ist gern geschehen. Danke auch. Merci euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse an diesem wichtigen Thema. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Sonntag wieder. Habt's gut, bleibt gesund. Ade miteinander.